Herzlich willkommen in Novi Sad. Hier sind wir heute mit dem Schiff und ja, schauen wir uns einmal an, was diese Stadt, die zweitgrößte Stadt Serbiens, zu bieten hat. Viel Spaß! Das ist eigentlich auch was Schönes an den Flussfahrten, denn die Anleger, die sind meistens ganz zentral, so auch hier in Novi Sad, sind nur wenige hundert Meter bis ins Stadtzentrum. Ich gehe dann gleich hier durch den Donaupark, so heißt es, Dunavski Park, und dann bin ich eigentlich schon mitten im Zentrum des Geschehens. Ja, und schon bin ich in der Dunavska, der Donaustraße. Die führt auch schnurstracks in die andere Richtung zur Donau. Hätte ich mir den Weg durch den Park sogar sparen können, aber war ja ganz schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es jetzt mal wieder ein bisschen sonnig ist nach den ganzen verregneten Tagen die letzte Zeit. Und diese Stadt ist auch anders als Belgrad, hat ja auch geschichtlich etwas ganz anderes erlebt, stand viel länger unter Habsburger Herrschaft und deswegen kommt man sich auch hier so ein bisschen vor wie in ehemals Österreich-Ungarn. Wer vielleicht vorher Belgrad besucht hat und da ein bisschen Farbe vermisst hat, ja, der kommt hier in Novi Sad auf seine Kosten. Hinter mir ist der Bischofspalast aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der Herr hier hinter mir, das ist ein Bürger der Stadt, der lebte im 19. Jahrhundert, Jovan Jovanovic Smaj, gar nicht so einfach auszusprechen für mich, die kein Serbisch kann. Ja, und der Herr war eigentlich in unterschiedlichen Positionen tätig. Der übersetzte sogar vom Deutschen ins Serbische, nämlich Heine und auch Goethe. Und dann war er auch Kinderarzt. Und genau aus diesen beiden Professionen, aus diesen beiden Berufen, machte er sich seine eigene Tätigkeit. Er ist nämlich heute nicht in erster Linie bekannt als Kinderarzt oder als Übersetzer, sondern als Autor für Kinder. Novi Sad ist auch sehr fahrradfreundlich. Das nächste Mal, wenn ich hier bin, miete ich mir dann auch mal ein Rad. Sehe ständig Radfahrer, die Straße kreuzen. Dort an der Donau entlang führt auch ein Radweg. Da kann man sogar noch bis zum sogenannten Strand, zum Stadtstrand von Novi Sad fahren. Liegt so ein bisschen südlich vom Stadtzentrum. Und vor allem ist Novi Sad eben auch eine Studentenstadt. So ab mittags ist dann zumindest was hier los. Ja, eigentlich kommt man die ganze Zeit an irgendwelchen Bars und Cafés und Restaurants vorbei. Ganz Novi Sad scheint mir ein großes Partyviertel zu sein. In der Dunavska geht es immer mal wieder rein in solche Passagen. Manche haben dann irgendwelche Restaurants, manche auch einfach nur ein paar Geschäfte. Ja, nicht so ganz mein Fall, diese Abendgarderobe. Immer mal wieder sieht man auch diese Uhr. So auf Kühlschrankmagneten oder als Uhr selbst. Ja, und die wirkliche Uhr, die schauen wir uns jetzt mal an, weil die gibt es hier tatsächlich in Novi Sad. Lassen wir mal das Stadtzentrum hinter uns und schauen uns einmal die andere Seite der Donau an. Ja, vielleicht erinnert ihr euch daran, dass es eine Zeit lang gar nicht möglich war, hier die Donau zu überqueren in Novi Sad. Im Jahr 2000 wurde doch Novi Sad auch ganz heftig bombardiert im Rahmen der NATO-Bombardements anlässlich des Kosovo-Krieges. Und mittlerweile hat man diese Brücken aber zumindest teilweise wieder aufgebaut. Ich möchte mit euch hier rüber über die Donau, um mir mit euch zusammen die Festung Petro Varadin anzuschauen. Petro Varadin ist doch ganz einfach. Petro Varadin, das bedeutet so viel wie Peters kleine Festung.
Das erinnert uns noch daran, dass das irgendwann mal eine ziemlich kleine Festung gewesen sein muss, genauer im 14. Jahrhundert. Und dann kamen aber die Habsburger. Im 18. Jahrhundert machten sie dann diese Festung zu einer der wichtigsten Festungen in ihrem Reich. Ja, das bedeutet, dass wir jetzt ein paar Höhenmeter machen müssen, um diese einst so bedeutsame Festung der Habsburger uns mal näher anzuschauen. Ja, und hinter mir, da seht ihr auch den Uhrenturm, den wir eben schon in der Stadt gesehen hatten, zumindest auf Souvenirartikeln. Diese Uhr ist auch fast ein bisschen gefährlich, denn da muss man erstmal wissen, wie man diese Uhr denn liest. Zumindest muss man erstmal wissen, dass genau das andersrum ist, als man das von anderen Uhren kennt. Der große Zeiger, der lange Zeiger, der zeigt nämlich die tatsächliche Stunde an, anders als wir das von unseren Uhren so kennen. Hier oben gibt es dann ein paar Restaurants, ein paar Galerien und natürlich auch eine schöne Aussichtsterrasse. Da gibt es auch ein Café, vielleicht will man da ja noch ein kühles Getränk genießen. Ja, die Maria Theresia, die nannte die Stadt damals Neusatz und daraus wurde dann Novi Sad, was eigentlich so viel bedeutet wie der neue Garten. Es ist tatsächlich so, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Wir haben heute nur eine ganz kurze Liegezeit hier in Novi Sad. Aber wenn ihr hier seid, dann könnt ihr ja ein Jelenbier trinken. Das ist genau das mit dem Hirsch. Oder ihr trinkt vielleicht einen Wein aus der Fruškogora, eines dieser Weinbaugebiete, das sich gleich hier an die Stadt anschließt. Oder ihr geht in einen der vielen Irish Pubs. Ich weiß gar nicht, wie viele ich heute schon gezählt habe. Dublin Pub, Irish Pub, whatever Pub. Also verdursten wird man hier sicherlich nicht in Novi Sad. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieser kleine Rundgang durch Novi Sad gefallen hat. Auf bald, eure Silvia Sonntag.